Okay, herzlich willkommen zurück. Long time no see. Entschuldigt meine Abwesenheit, aber ich habe es ja in den Kommentaren kurz erwähnt, ich war krank. Und auch wenn ich die ganzen 4 Wochen nicht komplett krank war, habe ich danach noch eine ganze Weile einen hässlichen Husten mit mir rumgeschleppt und Arbeit musste auch nachgeholt werden. Seht es mir nach. Wir haben jetzt eine lustige Runde von ungefähr 25 Zuschauern, glaube ich, nachdem ich das letzte Mal geguckt habe. Mal gucken, ob wir das Level weiterhalten können, nachdem ich jetzt etwas abwesend war. Nichtsdestotrotz habe ich die Zeit genutzt und mir nochmal die Friesland-Klasse etwas genauer angeschaut. Und ich denke, wir haben eigentlich keinen Grund, ganz so negativ zu sein, wie ich es zuletzt war. Die Panzerung, denke ich, wird sehr, sehr viel rausholen. Wir sind hervorragend gepanzert und sobald wir die 14 Zoller drin haben, ist es, denke ich, ein wirklich hervorragendes Schiff. Solange wir die 13 Zoller drin haben, haben wir gegen die Briten, glaube ich, wenig Chance. Die Panzerung mag uns zwar eine ganze Weile über Wasser halten, aber das Deck, beziehungsweise vielmehr auch Belt Extended, da müsste ich mal reinschauen, wie viel das ist. Belt Extended sind auch nur 3 Zoll. Und auch wenn der Belt total super ist, in diesen Schiffsdesigns, die wir noch haben, wenn da der Belt Extended zersiebt wird, dann hilft uns auch nur bis zu einem gewissen Umfang und bis zu einem gewissen Grade. Also wollen wir auf jeden Fall die 14 Zoller drin haben. Sobald wir die haben, kann ich mir aber auch vorstellen, die nächste Friesland mit einem verbesserten Motor zu bauen und eben gleich mit den 14 Zollern. Und ich denke, dann haben wir sogar ein recht durables und machbares Projekt hier an den Hacken, das wir auch noch in die nächsten paar Jahre führen können, ohne gleich auf die nächsten Schlachtschiffe umspringen zu müssen. Okay, ein bisschen Standardinfo, die wir hier kriegen. Die Spannung mit den Briten steigt rasant, das macht mir große Sorgen. Ansonsten stehen wir auch im Durchschnitt recht schlecht da. Umso schlechter wir absehen können, wer die nächste Konfliktpartei ist, umso schlechter können wir uns vorbereiten. Das ist nicht so gut. Wir bauen ja zurzeit noch ein paar leichte Kreuzer. Einen vierten hätte ich da vielleicht noch ganz gerne. Und in den Antillen wurde Öl entdeckt. Es geht mal wieder um die Regatta. Ich glaube, den Event hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Prestige geht hoch, Spannung runter oder hier wird was von Geld geredet, aber der Tooltip taucht nicht auf. Vermutlich ist das eine neutrale Option. Ich würde an der Stelle ganz einfach für Tension, Spannung also runtergehen, mich dafür entscheiden und Prestige hoch. Sehe ich erstmal keinen Nachteil dran, macht das Ganze hier vielleicht auch wieder etwas kontrollierbarer. Die üblichen Research Breakthroughs. Ja. Einige Refits, die hier vor sich gehen. Mit den Briten haben wir uns wieder scheinbar etwas besser vertragen. Ich weiß nicht, was das Gequietsche hier ist. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Ich hoffe auch, dass es gleich aufhört. Nachrichtendienstliche Aktivitäten lasse ich erstmal da, wo sie sind, würde ich sagen. Ja. Noch 9 Monate bis zum nächsten Dock. Wir haben ein dickes Minus, aber das können wir, denke ich, noch erstmal durchhalten. Und unser Arrangement mit Italien wurde aufgelöst. Das heißt, hier haben wir gleich noch die nächste Partei, über die wir uns Gedanken machen müssen. Eine weitere Suffren-Klasse wurde in Dienst gestellt bei den Franzosen. Und die Japaner ziehen mit der Fuji-Klasse, einem Schlachtschiff, ebenfalls in ungefähr 21 Monaten nach. Und wir haben einen Bericht darüber, dass die Fuji-Klasse scheinbar 10 Zoll Gürtelpanzerung und 11 Zoll Geschützturmpanzerung mit sich bringt. Das klingt schon recht groß, können wir uns mal gleich anschauen. Haben wir denn schon eine Klasse, die wir uns etwas genauer angucken können? Nein. Wird noch gebaut. Dann ist die ungefähr 1910 scheinbar fertig. Jetzt haben wir 1907, das dauert noch eine ganze Weile, ich denke. Da können wir uns ruhig durchatmen, obwohl ich auch plante, eine Schwabenklasse, wenn die Klasse erstmal außer Dienst gestellt wird, in den Bereich um Japan herumzuschicken. Und die kommen dann ganz sicherlich nicht mehr gegen an. Die Suffren-Klasse, ich denke, die kennen wir ja schon. Hier haben wir sie. Nur ein Schiff. Hat er ja nicht schon eins? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. 1907 in Dienst gestellt, ja. Hat er vielleicht schon gehabt. Wir haben jetzt auch eine Weile nicht mehr gespielt. An alles erinnere ich mich auch nicht. 20.800 Tonnen hier bei der Marengo-Klasse. Das Marengo war Napoleons Pferd, ne? Und ich denke auch, das ist beherrschbar mit unserer 23.000 Tonnen Klasse Friesland, wenn wir dann erstmal die 14 Zoller oben drauf haben.
Eine große Rüstungsfirma würde gerne nach Südamerika verkaufen. Dann könnten wir unsere Rüstungsindustrie unterstützen, aber gleichzeitig auch das Risiko eingehen, sensible Technologie zu verbreiten, zu proliferieren. Ich hätte ganz gerne schon ein bisschen mehr Geld, ne? Machen wir. Das ist ja im Grunde genommen auch die Rüstungslogik der Bundesrepublik heute. Fleet Tactics Scouting Force enables a separate Scouting Force mit CA und BC, also den schweren Kreuzern und Schlachtkreuzern. Das ist auch eine super Nachricht. Also bedeutet das, dass sobald die Schlachten generiert werden, die schweren Kreuzer eben als Scouting Force beginnen können und auch eingesetzt werden können, anstatt eben, dass wir nur unsere leichten Kreuzer vorne haben. Das ist gut. Macht uns ein bisschen mehr flexibel. Schlachtkreuzer hier auf französischer Seite. Die Empress of India ist im Rebuild. Das ist interessant. Ich glaube, die Empress of India ist doch eine Howie-Klasse oder eine, na, wie hießen sie nochmal? Renown. Das waren die großen, ne? Ja. Wo haben wir die Empress? Hier unten. Nö. Das ist nicht so wild. 16.600 Tonnen. Ist in Nordeuropa. Ist deshalb natürlich interessant. Mal gucken, inwiefern sie dann aufgerüstet wird. Die Franzosen, Schlachtkreuzer, reingucken. Was haben wir hier? 22.700 Tonnen. Ja, aua, tut weh. De Kess-Klasse. Ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig ausspreche. Bei den Franzosen ist es mit dem Aussprechen immer so eine Sache. Nicht so, so ausgesprochen, wie es geschrieben wird. Aber okay, hier sehen wir auf jeden Fall Konkurrenz, auch wenn es noch eine Weile dauert, bis sie dann da ist. Die Italiener wollen scheinbar die Allianz, die sie gerade noch aufgelöst haben, wieder verlängern. Ich sage mal, die Italiener, die nehmen wir wieder mit ins Boot. Tension geht runter, Budget geht runter. Ich denke mal, die Spannung mit Bezug auf Italien geht runter. Aber das ist Geld, ne? Nö, dann, okay, die Spannung geht hoch, aber das nehmen wir jetzt einfach mal. Also ich glaube, mit den Italienern kommen wir klar. Und das Geld will ich jetzt eigentlich nicht einsparen. New Jersey-Klasse müssen wir uns angucken. Da ist die, Illinois-Klasse, die ist auch schon was älter. 12 Zoll Kanonen, 8 Zoll Gürtel, nicht so tragisch. Bessere Feuerleitsysteme können wir immer gut gebrauchen. Die Japaner bauen ihre Docks aus. Ein paar Coastal Batteries in Großbritannien. Ja, nichts von Essenz. Die Franzosen scheinen sich Gedanken über ein Wiederaufrüstungsprogramm zu machen. Und unsere Regierung fragt uns nun nach einem Hinweis, nach zweckdienlichen Hinweisen, wie wir damit umgehen sollen. Jetzt können wir die Franzosen denunzieren. Die Spannung steigt, wir gewinnen an Prestige, wir bekommen auch mehr Geld. Die Spannung steigt mit dieser Option und Prestige geht runter, Spannung sinkt. Ja, was machen wir denn da? Eigentlich habe ich keinen Bock, nochmal gegen die Franzosen anzutreten. Aber was soll's? Ich denke, wenn wir die Gelegenheit haben, dann können wir die jetzt direkt einfangen, bevor sie zu stark werden. Und ich denke, da helfen uns auch noch die alten Schwabenklassen. Wir nehmen das mal. Zerstörer, 900 Tonnen, bis zu 900 Tonnen, super. Unerwartete Fortschritte in der Torpedotechnologie, passt natürlich da wie Arsch auf Eimer. Ja. Fliegen schneller und weiter, okay, nehmen wir so. Ja. Spannung mit den Franzosen nun im gelben Bereich. Wir sind jetzt auch wieder im Plus, was unser Budget angeht. Das lassen wir jetzt dabei auch erstmal. Ist ja jetzt auch nicht das dickste Plus. Aber dann haben wir die Ausgaben schon mal zum richtigen Zeitpunkt eingefangen, bevor wir hier das ganze Geld ausgegeben haben. Wir haben auch nur wenige Monate, bis die ersten Schiffe hier fertiggestellt werden. Gerade auch die Friesland ist jetzt noch 7 Monate entfernt von der Fertigstellung. Und der Kaiser möchte ganz gerne, dass wir ihm garantieren, dass wir auch gegenüber Frankreich einen Sieg erringen können. Und ja, natürlich.
Also ist ja wohl ganz klar. Da haben wir sie. 900 Tonnen Verdrängung für Zerstörer. Bisschen mehr Spannung mit den Franzosen. Ich weiß nicht, warum ich immer Steigung sagen möchte. Ja, auf Kuba eine Unruhe. Und wir könnten da unter Umständen mit den Amerikanern ins Gehege kommen. Kuba. Nee, damit wollen wir nichts zu tun haben. Karibik, also das ist nun wirklich ein bisschen weit hergeholt, dass wir da Ambitionen hätten. Improved Subdivision kommt auch wie gerufen. Heißt also, wir haben eine bessere Schadensabwehr. Ah, super. Und wir sind kurz davor, das Prinzip der Dreifachtürme zu meistern. Das ist ein unglaublich wichtiger Tech. Und darauf werden wir jetzt auf jeden Fall warten, um dann die nächsten Schwerenkreuzer bzw. vermutlich schon Schlachtkreuzer in Angriff zu nehmen. Weil da fallen wir auch massiv ins Hintertreffen. Das macht mir gerade große Sorgen. U-Abwehrnetze nehmen wir auch. Keine allzu großen Neuigkeiten hier auf der Weltbühne. Und es wurden scheinbar 50 Millionen Reichsmark gesammelt, um ein neues Schlachtschiff zu finanzieren. Es kommt uns sehr gelegen, würde ich meinen. Jetzt haben wir hier die Triple Turrets und eine ganze Reihe von nachrichtendienstlichen Meldungen. Okay, diese Schlachtschiffklasse bei den Amerikanern, die ist uns nicht so wichtig hier. 20 Knoten, 6 Zoll, das ist scheinbar eine alte Klasse. Okay. So. Wir sollen ein Schlachtschiff bauen oder ein Schlachtkreuzer. Ihr merkt übrigens schon, dass ich im Deutschen nicht zwischen B und BB unterscheide. Ich denke, das ist ein bisschen semantisch. Ihr wisst ja immer schon, was ich meine. Wie lange brauchen noch die Friesland? 2 Monate. Wir warten die 2 Monate ab und beten dann zum Rule the Waves Gott, dass wir die 14 Zoller in die Friesland eingebaut kriegen. Und dann starten wir das nächste Los direkt mit diesen 14 Zoll Geschützen. Vermutlich noch keine Drillingsgeschütze, aber das ist dann auch okay erstmal. Wir können uns aber auch überlegen, bei dem Geld direkt eine neue Klasse zu bauen, ne? Okay, super wichtige Information. Das Schlachtschiff Marengo. 20.800 Tonnen, 21 Knoten. Noch nicht übermäßig schnell. 9 Zoll Panzerung. Eher am schon veralterten Ende. Zwei Torpedolafetten. Also nicht Lafetten, zwei Rohre unter Wasser. Nicht so wild. Und 10, 12 Zoll Geschütze. Die sind hier noch ein bisschen altertümlich angeordnet. Aber die haben 8 Geschützbreitseiten. Das ist wichtig. Und dann wieder zwei Geschütze mehr in der Breitseite als die Friesland. Obwohl kleineres Kaliber. Aber wie gesagt, bei dem Belt Extended müssen wir darauf auch aufpassen. Wenn der erstmal zersiebt wird, dann gewinnt schlichtweg das Schiff mit der höheren Feuerrate. Ja. Wer hat bei uns spioniert? Die Italiener? Hier geht nur die Spannung hoch und hier verlieren wir unter Umständen Prestige. Ich möchte das Prestige eigentlich schon gerne so weit oben halten wie möglich. Wir provozieren die mal ein bisschen, verdammen ihre Spionageaktivitäten. Okay, die Briten haben jetzt 4 Centerline-Turrets. Das ist auch ganz brutal. Nicht sehr schön. Ja. Das ist jetzt wirklich eine Frage, denn wir machen das jetzt mit dem Schlachtschiff. Neue Klasse. Oder nochmal die Friesland. Ich würde auch gerne mal wissen, ob diese alten Klassen günstiger werden über die Zeit, weil die Werften damit irgendwelche Erfahrungen sammeln oder die Technologien eben selbstverständlicher werden. Über 2,5 Millionen monatliche Kosten. Hier sind wir bei 2,8. Ja, wir haben sie aber auch beschleunigt, ne? Ich habe übrigens eine Datei eingespeist hier in den Ordner.
indem wir nun alle unsere Namen gesammelt haben. Also ich habe die ganze Namensliste schon mal vorbereitet. Und wenn wir jetzt hier auf Name vorschlagen gehen, dann müsste, na gut, dann müsste so, ja, dann tauchen jetzt hier die Namen auf, die ich schon eingegeben habe. Wisst ihr was? Ich denke, wir bauen eine neue Klasse. Wir haben die Dreifachtürme, die Drillingstürme, wir haben die 14 Zoller. Und dann sollten wir die Gelegenheit, denke ich, gleich nutzen. Es dauert halt noch ein paar Monate, bis der Plan dann fertig ist. Also ihr wisst ja, die Konzeptionsphase, und dann können wir das Ding erst bauen. Aber wir haben mal das Geld, um das auch zu beschleunigen. Und dann muss parallel noch die Friesland in die Werft, um die 14 Zoller zu bekommen. Das heißt, die Schwabenklasse muss es noch ein bisschen durchhalten. Ja, so machen wir das. Design Schiff. Oder Ship, ja. Gehen wir mal hier auf BB. Sagen den ganzen bitte mal Autodesign. Und können jetzt schon mal sagen, das wollen wir so eigentlich nicht. Ich hätte ganz gerne eigentlich nur drei Türme. Und alle davon Drillinge. Dann haben wir neun Geschütze. Und müssen auch nicht hier das ganze Gewicht verdaddeln bei den beiden. Obwohl, wir haben natürlich jetzt auch, was haben wir jetzt? Eine Breitseite von 3, 5, 8, 10. Aber wir haben zusätzlich auch noch den Vorteil der 14 Zoller hier mit 100 Geschützen, 100 Granaten pro Rohr, ist mir jetzt auch nicht genug. Ja, und die 17 Knoten, die können wir knicken. Also das möchte ich auf gar keinen Fall. Königsberg wurde hier als Klassenname ausgewählt, finde ich gut. Aber hier müssen wir, glaube ich, noch mal ganz dringend nachsteuern. Also 21 Knoten, sowas erwarte ich inzwischen von einem Schiff. Dazu Starboard Wing und Port Wing weg. Dazu Aft Superimposed weg. Und dann neu hinzufügen, und zwar als Drilling. So. Dann haben wir 1000 Tonnen übrig. 14 Zoll sind schon drin. Ich hätte ganz gerne 125. Ja, das passt. 125 Granaten. 10 Zoll Belt. Das ist ja immer so eine Sache. Wir können hier so schlecht nachgucken, was die anderen Nationen eigentlich wirklich durchschlagen können. Wir können mal wieder hier auf Gun Data gehen, sehen es unsere eigenen Penetrationsdaten, die uns eigentlich gar nichts bringen. Aber können wir gucken, so die 10 Zoll würden wir jetzt jedenfalls auf 8000 Yards knacken. Und das ist mir eigentlich, ja, ist mir eigentlich recht. Also ich denke, bei der Friesland haben wir es ziemlich übertrieben, wenn wir mit den 14 Zollern schön weit weg bleiben. Hier auf den in diesem Bereich hier, ja, das wollen wir dann ja eh schön die Entfernung wahren. Dann reicht mir das eigentlich auch. Was haben wir denn hier? Belt Extended 3,5, Deck 2, Extended 1, Conning Tower 9, Turrets 10, Turret Top 2,5. Ja, wenn wir noch einen halben Zoll draufkriegen könnten, ja, wird schon eng. Accommodation bleibt normal. Die Range passt mir auch, mehr brauchen wir da nicht. Und die Engine Priority lassen wir auch da, wo sie ist. Jetzt haben wir hier eine ganze Reihe von 5 Zoll Geschützen. Das sind so, ich muss es immer in Zentimetern umdenken, das sind so ungefähr 12,5 Zentimeter. Das ist schon recht groß. Aber das ist in Ordnung. Das sind Qualität 0 Geschütze. Ja, lassen wir auch so. Jetzt eben nur noch die Frage, wo kriegen wir die restlichen 100 Tonnen her? Da können wir genauso gut sagen, wir machen das Schiff einfach größer. Geht auch. Cross-Deck Fire brauchen wir nicht. Könnten Knoten runternehmen, aber eigentlich, nee. Also diese 20 Knoten Schiffe, das reicht mir jetzt auch so langsam. So. Ja, ich glaube, das ist unsere neue Klasse. Und die sieht ja auch so richtig nach was aus.
dankenswerterweise, da die KI ja hier direkt was draufgemalt hat, im Gegensatz zu Friesland, bei der wir das vergessen haben. Ja, nehmen wir so. Ziemlicher Oschi, aber das gefällt mir sehr gut. Und da müssen wir uns echt mal langsam Gedanken darüber machen, wie wir die Anzahl der schwimmenden Plattformen erhöhen. Und das werden wir, glaube ich, im nächsten Schritt mit einer schweren Kreuzerklasse machen, die so ein bisschen im Eco-Segment angesiedelt ist, mit einer grünen Umweltplakette. Damit ich nicht ganz so viel Geld ausgeben. Also irgendwas Kleines, wo wir nichts versuchen, goldrandmäßig zu lösen. 4 Monate Konzeptionszeit nehmen wir. Super. Industrielle Wirtschaftskraft steigt. Und in Ostaustralien wurde Öl entdeckt. Die Tethys Grimma wird in Dienst gestellt. Und die Italiener möchten jetzt scheinbar, nachdem sie uns schon belauscht haben, auch noch Technologie im Bereich der Wannkonstruktion kaufen. Für 2,05 Millionen Kröten. Und dazu sage ich schlicht nein. Ne? Findet nicht statt. Wir kriegen ordentlich Geld im Monat. Auf das Geld der Italiener sind wir nun wirklich nicht angewiesen. Und dabei belassen wir es jetzt erstmal, denn mit so einem Haushalt muss ich mir erstmal sehr, sehr genau Gedanken machen, was wir jetzt als nächstes in Angriff nehmen. Das kann jetzt eine richtige Freude werden. Ich vermute mal, es läuft auf ein großes Los, schwere Kreuzer hinaus. Vermutlich auch nochmal einen leichten Kreuzer. Und danach müssen wir auch wieder die Zerstörer in Angriff nehmen. 900 Tonnen, neue Grenze, neue Obergrenze. Okay, super, danke fürs Zuschauen, danke fürs Warten. Wenn ihr jetzt die Pause durchgestanden habt und trotzdem hier wieder einschaltet, freue ich mich besonders. Und man wird sich sicherlich die nächsten Tage bei der nächsten Folge sehen. Viel Spaß bis dahin, passt auf euch auf. Alle Kommentare sind begrüßt und haltet die Ohren steif. Bis dann.